Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir wieder ein paar Partysync-Kisten aufmachen und diesmal bin ich hier auf meinem Test-Account, beziehungsweise den, mittlerweile habe ich den mal für einen Monat aufgewertet und habe hier einen netten Nebeneffekt gesehen. Man kriegt nämlich auch mit einem Launcher diese Partysync-Kisten, auch wenn man die Quest das erste Mal macht, wenn man mit dem Level höher ist, als die Zone normalerweise vom Levelbereich ist. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel die 1000 Nadeln und die geht von 15 bis 30. Wenn ich den Party-Sync-Modus reinhau, dann geht es ja von 15 bis 50. Und sobald man über Stufe 30 ist, also der normalen Zonen, dem normalen Zonen-Cap, dann gibt es auch schon diese Party-Sync-Kisten, auch wenn man nebenbei mit einem Char noch levelt. Heißt, ich habe ja, um alle Rüstungsklassen abzudecken, hier mit zwei Max-Level-Chars gelevelt, um die Party-Sync-Kisten zu kriegen. Und mit zwei Loan auf den neuen Accounts, die ich habe. Und jetzt hatte ich aber überraschenderweise gesehen, nachdem ich diese Chars mir das Inventar mal ein bisschen geleert habe, dass ich auch diese Kisten bekommen habe. Heißt, ich kann jetzt noch effizienter die Kisten fahren mit vier Chars gleichzeitig, was relativ angenehm ist. Habe ich gar nicht erwartet, dass das der Fall ist. Und ja, das Schöne ist, jetzt haben wir mit dem Worry hier, ihr seht, das Interface ist überhaupt nicht eingerichtet, weil der einfach immer nur auf Follow ist, auch schon ein paar Kisten, insgesamt 24 Stück, 20 wollen wir jetzt aufmachen. Und ja, beim Worry habe ich schon zwei Sachen von 12, also ein bisschen was fehlt da noch, das können wir jetzt hier einmal ein bisschen größer machen. Und ja, vor allem auch die Waffen, mal gucken, ob da das ein oder andere drin ist. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Kiste Nummer 1, ein Trinket, das fängt schon mal gut an. Einen Gürtel, den können wir brauchen. Dann haben wir Schuhe, die hatte ich anscheinend schon. Nochmal Schuhe. Okay, die Kiste scheint zu buggen. Interesting, das habe ich auch noch nicht gesehen. Gut, dann machen wir die nächste auf. Einen Kopf haben wir da drin. Eine Waffe, kann ich die jetzt irgendwo anders hinziehen? Ne, die ist kaputt, die Kiste, perfekt. Dann haben wir eine Brust, wunderbar. Dann haben wir noch eine Buggy-Kiste. Strange. Einen Ring. Noch einen Ring. Ah, eine Waffe, die hatte ich schon. Welche haben wir denn jetzt gekriegt? Ich habe, okay, also ich glaube, ist das Arms, oder? Ich weiß immer nicht, welches Symbol welches ist. Ich glaube, Furor ist das rote Symbol, ne? Also ich brauche auf jeden Fall, glaube ich, noch die Tank und dann die Furor. Waffe. Mal gucken, ob die dabei ist. Ich habe zwischendrin immer mal wieder ein bisschen umgestellt, als ich gecheckt habe, welche, dass die hier halt auch die Kisten kriegen, diese Loadchars. Einen Umhang, den brauche ich nicht. Den Ring, den brauchen wir auch nicht. Ihr hört, ich habe hier immer noch dieses Bug-Add-on an, ne? Hier sind die Add-ons bei dem neuen Char nicht eingestellt. Okay, die Kiste buggt auch. Die buggt auch. Perfekt. Vielleicht. Wie viele Kisten buggen denn hier, bitteschön? Ich mache jetzt mal hier einen Relock. Und guck mal, ob es dann wieder funktioniert. I don't know. Also ich hatte ja 24 Kisten. Wenn jetzt nur 4 gebuggt hätten, dann wäre es okay gewesen, ne? Aber mit insgesamt, weiß nicht was, 6, 7 Kisten, die gebuggt haben, die 20 möchte ich eigentlich schon ganz gern öffnen, ne? Dass wir das einmal richtig halten mit der Anzahl. Naja, ich habe ein paar Add-ons angeschalten bei dem, nicht alle, so wie es aussieht, aber ein Ladebalken dauert trotzdem ein bisschen. Und vielleicht muss ich dieses Bug-Add-on dann mal noch stumm schalten, das ist ein bisschen nervig tatsächlich. Ich hoffe, ich kann die jetzt überhaupt nur aufmachen, ne? Weil die T-Mock-Sachen hätte ich schon ganz gerne. Und dann gucken wir mal, also das können wir zumachen. Dann gucken wir mal nochmal. Ne, die scheinen anscheinend komplett verbuggt zu sein. Perfekt. Mal gucken, vielleicht muss ich WoW komplett zumachen und wieder aufmachen. Heißt, das hatten wir jetzt ein paar weniger, dann werde ich beim nächsten Mal, falls ich die wieder entbuggt kriege, einmal mitnehmen und dann werden wir mal gucken. Oder wir machen ein paar beim Second Account auf. Warte mal, ich habe noch einen anderen eingeloggt, dann können wir das vielleicht auch so machen. Was hatte ich jetzt aufgemacht? Ich hatte 24 Kisten, heißt, drei müsste ich noch aufmachen. Warte mal, ich habe hier auf dem Warrior, auf Allianz habe ich auch ein bisschen gequestet, noch ein paar Kisten, vielleicht backen die ja hier nicht. Eins, zwei, drei, okay, da haben wir leider nichts rausgekriegt, aber dann müssten wir die Differenz quasi damit wieder gut gemacht haben. Ich hoffe, die muss ich nicht wegschmeißen, dass wir die trotzdem noch irgendwie aufmachen können. Und ja, dann haben wir damit zumindest 20 Kisten und ich melde mich wieder, sobald ich wieder 20 zum Aufmachen habe. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.